Vor 2 Wochen habe ich diesen Audi A8 V8 4,2 Liter Quattro gekauft. Letztes Mal waren Patrick und Marco da und wir sind auf Fehlersuche gegangen. Leider ist jetzt noch ein Fehler offen. Und unsere letzte Hoffnung ist, dass dieser Fehler... David? Dass dieser Fehler die Zündentspulen sind. Das ist scheiße gewesen. Unsere ursprüngliche Theorie war ja, dass das, was der Vorbesitzer uns gesagt hat, dass der Benzinschlauch kaputt sei. Der Benzinschlauch ist hier vorne. Und laut Vorbesitzer war der ja kaputt und undicht und deswegen sollte das Auto eigentlich nicht anspringen. So, die bittere Wahrheit war, dass der Benzinschlauch eigentlich gar nicht kaputt war, sondern hier eine Menge anderer Fehler sind. Am Anfang lief das Auto gar nicht, dann haben wir Sprit getankt, dann sprang das Auto an, dann ging es an Zündspulen checken, Zündkerzen ausprobieren. Und Ende des Liedes ist, dass wahrscheinlich die Zündendstufen kaputt sind, weil der Fehler wandert, sodass auf der Seite 2 nicht liefen und 4... Was vergessen. Ah ja, und David ist auch dabei. Hallo. Ich finde, wir sollten übrigens eine kleine Kostenliste machen. Was meint ihr? Kostenliste, Jakob? Wir laden in der Zwischenzeit übrigens unsere Batterie. Die ist jetzt laut Gerät offiziell bei 64%. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Batterie zurückkommt, weil so eine Batterie ist recht teuer. David sagt 100 Euro, ne? Das ist die sogar mehr. So, Kosten Audi A8. Audi A8 in Klammern Schrott. Der A8 hat gekostet 2000 Euro. 57 Euro Zündkerzen, 75 Euro 2 Zündendstufen. Kommt mir gerade vor wie so ein Schuldnerberater. Peter Zwegert. Schulden, ey. 2 Zündendstufen von der Marke Wemo. Wemo soll wohl nicht die beste Marke sein. Die anderen sind ein bisschen teurer. Aber ich dachte, wir kommen, Junge, nicht noch mehr Kohle in die Bude reinstecken. So sehen die aus. Haben wir natürlich wieder bei Autodoc bestellt. Ihr wisst, Autodoc Langzeitpartner. Mit dem Code Scherzwitz kriegt er 5%. Ach, guck mal. Und das ist wahrscheinlich so eine Art Platine, wo wir dann diese Hitzepaste verwenden müssen. Normalerweise ist diese Paste für den PC-Zusammenbau. Da kommt der CPU-Killer auf den CPU. Und das ist quasi das verbindende Stück. Und ich glaube, dass das hier so ähnlich sein wird. Also, Hitzepaste braucht man. Und es sieht auch sehr Hitzepaste geeignet aus. Ich habe es noch vorher noch nie gemacht. Ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Okay. Ey, übrigens, der Vorbesitzer hat sich bei mir gemeldet. Wir haben auch Kontakt. Also... schriftlichen Kontakt und der wird wahrscheinlich vorbeikommen. Aber positiv vorbeikommen. Wisst ihr, was ich meine? Nimmt das Auto wieder mit? Nee, der nimmt das Auto nicht mit. Der Vorbesitzer hat mir ein Angebot gemacht. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich denke, das wird bald passieren. So, erste Zündendstufe. Guck mal, wenn wir das jetzt hier entfernen von dieser Platte, sehen wir da drunter, ja doch, ich glaube, das ist die alte Wärmeleitpaste. Das sind wahrscheinlich die ersten Zündendstufen. Keiner hat diese Wärmeleitpaste da je angefasst, ne? Nur mal kurz aus Interesse. Das sind die, die wir bestellt haben. Die sehen ein bisschen anders aus, ne? Wichtig ist, dass der Stecker passt. Das passt. Das ist die erste alte Zündendstufe. Die kommt erstmal hier hin. Wie sehen die Stecker aus, ist ja auch immer eine Sache, ne? Aber die sehen eigentlich gut aus. Da ist kein Schmuck drin oder so, die sehen sehr ordentlich aus. Patrick hat die ja sauber gemacht. Ich schließe das schon mal an. So, beim CPU-Kühler macht man das über Kreuz. Ich mach jetzt mal nicht so viel, ne? Ey, aber schon verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass man das bei einem Auto auch verwendet. Ich dachte, das wäre immer nur für PC. So hätte ich das jetzt beim PC gemacht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel benommen, aber kann ja nicht schaden. Diese weiße Soße geht auf jede Achse bis zum Rand. Das heißt, wir haben genau richtig, vielleicht einen Tacken zu viel, aber es ist eigentlich perfekt, ne? So, jetzt die andere Seite, ist eigentlich das gleiche Spiel. Ey, jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. David hat noch nie einen PC zusammengebaut. Welche Methode ist richtig? Die Schlangenlinien, die Serpentinenform oder die X-Form, wie ich sie gemacht habe? Ich sage, das ist zu viel. Hast du nur einmal so ein X gemacht? Ja. Das ist auch so leicht feucht und das Grüne ist wahrscheinlich alte Paste. Ne? Das schmeißen wir auch mal weg. Hier haben wir ein kleines Problemchen. Die Vorbohrungen auf der Platte passen nicht. Gar nicht? Nein. Also hier wäre wahrscheinlich das Bosch-Teil besser gewesen. Wenn ich die erste Schraube einsetze, dann passt die Schraube auf der Seite nicht. Also wir werden es jetzt provisorisch erstmal mit einer Schraube festmachen. So, alle Stecker drauf. Neue Zündendstufen sind drin. Wir bauen es auch noch nicht auf den Halter. Wir lassen das erstmal so liegen. Falls das Auto gleich läuft, können wir es so rein theoretisch auslesen. Hast du den Adapter mit? Ja. Wir haben es letztes Mal versucht mit Kali, haben wir aber nicht ins Video reingeschnitten. Da hatte ich noch lange Haare.
In der Zwischenzeit wollte ich euch gerne mal den Partner des heutigen Videos vorstellen, und zwar ist es Kali. Kali kennt ihr ja, ist eigentlich ein Langzeitpartner von uns. Normalerweise haben die ja ein kostenpflichtiges OBD-Lesegerät. Aber Kali hat auch eine kostenlose Version, und zwar, wenn es um Reparaturkostenberechnung geht. Kali hat mich kontaktiert und die haben genau im richtigen Moment kontaktiert, denn der A8 wird auf jeden Fall teuer, was Reparaturkosten und Ersatzteile betrifft. Ihr geht einfach auf mykali.com, dort gebt ihr eure grundlegenden Informationen über euer Auto an, wie Marke, Modell und Baujahr. Dort wählt ihr die Probleme aus, die ihr habt. In dem Fall wäre es wahrscheinlich so eine lange Liste. Und innerhalb von Sekunden erhaltet ihr eine detaillierte Liste zu Problemen und zu Reparaturkosten zu eurem Auto, und das Ganze völlig kostenlos. Also ihr braucht keinen Adapter dafür, gar nichts. Das ist einfach kostenlos. Die greifen auf eine Menge Erfahrungsdaten zurück und können so Reparaturkosten und Ersatzteilkosten einschätzen. Vielleicht ist für euch was dabei, wenn ihr ein Auto habt und sagt, ey scheiße, das klackert vorne an der und der Stelle. Was kostet mich das? Dafür ist es perfekt, dass man ungefähr eine grobe Richtung hat. Wie gesagt, völlig kostenlos. Schaut gerne bei denen vorbei, mykali.com. Vielen Dank fürs Supporten des Videos. Was wir jetzt noch machen, wir haben ja beim letzten Mal mit Marco und Patrick auch Zündkerzen getauscht, um so ein bisschen auf Fehlersuche zu gehen. Dabei haben wir herausgefunden, dass eigentlich alle Zündkerzen in Ordnung sind, aber wir haben eine neue drin. Was wir jetzt machen ist, wir werden alle rausbauen und die neuen Zündkerzen, die wir gekauft haben, werden wir jetzt auch ordentlich verbauen. Wir haben bis jetzt auch immer nur provisorisch eine Schraube reingemacht. Wir werden die jetzt einfach alle festschrauben. Weil wir haben herausgefunden, dass alle Zündspulen funktionieren. Ich habe jetzt keine Zündspulen neu gekauft. Das wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen ins Geld gegangen bei 8 Stück. Dann kann ich die ja schon mal festmachen. Ey, was auch mal sehr interessant wäre, so Inspektionsmaterial, Luftfilterkasten, Kühlflüssigkeit. Kühlwasser ist drin. Ey, weißt du, was ich hier gerade im Augenwinkel gelesen habe? Guck mal, hier steht, Zahnriemen alle 150.000 Kilometer wechseln. Guck mal, dann hier ein paar Meter weiter oder ein paar Zentimeter weiter, Zahnriemen alle 120.000 Kilometer wechseln. Dann noch ein paar Zentimeter weiter, Zahnriemen alle 120.000 Kilometer wechseln. David hat gerade schon wie ein Fuchs erkannt, dass der Wagen schon offiziell dreimal einen Zahnriemen neu hat. Reicht auch eigentlich. Reicht langsam auch mit den Zahnriemen. Auto ist etwas über 400.000. Kannst du ja ausrechnen, ne? Wie viele? 150, 300, 450.000 wäre der nächste fällig. Und wenn der schon gemacht worden ist, der hat ja jetzt knapp über 400. Ja, könnte passen, ne? Mhm. Öl, gucken wir einfach mal aus Jux mal rein. Öl ist zum Starten genug drin. Es geht uns hier erstmal ums Starten. Die Inspektion werden wir noch machen. Oder Batterie. Batterie klemmen wir noch an, genau. Mal gucken, wie viel die geladen hat. Immer noch bei 64. Ich würde sagen, wir nehmen den Booster einfach. Ja, unsere Theorie ist, dass die einen weg hat. Lass die doch einfach mal anschließen und gucken, ob die funktioniert. Ja, komm. Ja, ne? Ja, es zischt auf jeden Fall. Erstmal gucken, ob das mit der Batterie klappt. Ah, perfekt. Klappt doch. Klappt, aber ist sehr schwach. Bereit? Ja. Ne. Booster. Scheiße. Ja, aber so viele Versuche haben wir jetzt nicht, ne? Zum Thema Booster. Da habe ich was organisiert, das wird richtig cool. Kommt nächste Woche. Acht Zylinder. Acht, Junge. Acht von acht. Gib mal Gas. Das sind 8 Zylinder. Oh. Das wir waren wieder zurück. Das waren 8 Zylinder. Du musst Gas geben. Gas, 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 Gas. Ein bisschen. Halt immer so bei Laune ein bisschen. Soundcheck, Micha. Ah, ich weiß, warum der ausgeht, glaube ich. Der Booster, du drückst ja auf den Boost-Knopf, dann steht da Jumpstart Ready. Der macht das ja nur, um den zu starten. Danach geht der wieder aus, der Standby, der Booster. Und das heißt, das Auto kriegt keinen Saft mehr, wenn die Lichtmaschine nicht genug Strom produziert, ne? Das war der Fehler, das waren definitiv 8 Zylinder. Und Sound? Gut, ne, BN-Pipes? Wow. Irgendwie krass, ne? Ja, komm, schlag an. Ey. Ich habe zwar voll wenig dazu beigetragen, aber egal. Marco? Patrick? Fabian? Fabian?
Sehr geil. Fakt ist, ich werde schon mal eine neue Batterie bestellen, weil da haben wir auch viel Hoffnung reingesteckt und auch viel Optimismus, aber die Batterie ist platt. So, Lichtmaschine. Kann man jetzt sagen, Jungs, baut die Lichtmaschine aus, baut eine neue ein. Ich habe in den Kommentaren gelesen, da habe ich auch mit Patrick und Marco drüber gesprochen, es kann sein, dass die Lichtmaschine kalte Lötstellen hat. Vielleicht müssen wir die gar nicht tauschen. Vielleicht kann man die instand setzen. Vielleicht kann man die sogar so, wie sie ist, instand setzen. Das wäre natürlich ein Traum. Und was wir jetzt nichtdestotrotz machen ist, wir werden jetzt mal schauen nach dem Tankproblem. Wir wissen faktisch, wir haben ja letztes Mal mit Marco und Patrick an der Tankstelle 10 Liter Sprit gekauft. Super Plus sogar. Das heißt, hier ist 10 Liter Sprit, sind hier mindestens drin. Ein paar Startversuche, tralala, lass es 8 Liter Sprit sein. Das hat uns am Anfang in die Irre geführt, weil der Tacho, passt mal auf, die Tanknadel, die zeigt immer ein Drittel an. Immer. Egal wie viel Sprit drin ist, egal was los ist, ein Drittel. Es kann also sein, dass dieser Tankschwimmer festhängt. Auto stand lange, das Auto ist auch alt. Aber wenn man es nicht auf dem Schirm hat, dann kann das echt Käse sein. Weil am Tacho liegt es nicht, weil guck mal, wenn der Tacho aus ist, dann ist die Tanknadel bei null. Und wenn ich, guck mal, wenn ich Zündung anmache, geht die wieder auf ein Drittel. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo der Tank ist, ne? Da messen du gleich mittig. Warte kurz. Boah, Junge, ich hab da einen ganz komischen Messstab rausgezogen. Die Handschuhe viel besser. Ich will ja keine schlechte Laune machen, aber hier ist nichts. Oder ist die wirklich im Kofferraum? Also bei den meisten Autos, wo ich dran gearbeitet habe, war die immer hier so runter. Ja, zum Beispiel alte BMWs, ne? Ja, müssen im Kofferraum gucken, aber hier ist nichts. Verbandskasten? Super. Nee, auch nicht. Die wird wahrscheinlich hier drunter sein. Das heißt, wir müssen den ganzen hier, den Kollegen hier rausnehmen, komplett. Den Leoparden hier raus. Pass auf, der ist noch wild. Guck mal, jetzt sieht man mal, wie ordentlich er das gemacht hat, ne? Hier wurde schön verklebt. Er ist übrigens wieder eine Trendfarbe, ne? Das ist kein Spaß. Leo? Ja, Leo. Stopp! Hat der zwei Benzinpumpen oder eine? So wie es aussieht, zwei. Aber der hat ja dann auch zwei Tanks, oder nicht? Wo ist der Schwimmer? Ja, weiß nicht. Entweder links oder rechts. Was ist das denn? Ah, das war sein alter Fuchsschwanz. Hab ich auf TikTok gesehen. Fuchsschwanz? Ja. Und wo ist der Fuchs? Ja, die ist auch abgebrochen leider, ne? Dankeschön. So. Hier haben wir eine Benzinpumpe. So, Stecker ist ab. So, ich werde jetzt hier mit einem Hämmerchen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe es schon ein paar Mal in der Firma gesehen. Ich will versuchen, diesen Tank zu öffnen, wenn man von hier überhaupt an diesen Schwimmer kommt. Ne? So, das zur Seite. Oh, das, was gerade so geklimpert hat, das war nur die Schelle. Also, die müssen wir eh austauschen. Die Benzinschläuche sind schon mal ab. Aber ihr seht es schon mal geil. Wir haben richtig viel Schlauch über. Und der ist auch nicht so porös. Ist wichtig für gleich, ne? So, jetzt machen wir den schwarzen Ring hier ab. Jetzt können wir rein theoretisch das Ganze hier hochnehmen. Und das klappt auch. Das hängt irgendwo fest. Ich komme nicht höher. Drehen? Ich kann auch nicht drehen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Junge, was ist da an Land gezogen, ey? Hier ist so ein Deckel, hier steht auf und zu. Wie tief sind diese Löcher? Die beiden groß. Oder die mit den Löchern kann ich es versuchen. Oder man braucht da wirklich Spezialwerkzeug für, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, wie tief die gehen. Hier sehe ich aber zwei Pfeile, die sich nicht treffen gerade. Hier sind zwei Punkte. Hier ist auf und zu. Ein Pfeil, der nach links zeigt, auf. Ein Pfeil, der nach rechts zeigt, zu. Aber normalerweise müsste man das doch so drehen. Die beiden Pfeile zeigen gerade nicht übereinander. Ist das wirklich für Spezialwerkzeug oder sind wir gerade einfach Dullis? Oder beides? Hast du eine Idee? Bei mir ging das damals deutlich einfacher. Kannst du das in beide Löcher stecken und dann drehst du das quasi. Oh, ich weiß, was du meinst. Gute Idee. Dann nehmen wir jetzt die zwei Imbus. Jetzt bewegen und rausziehen. So nach vorne, nach hinten drücken, irgendwie. Oh, seht ihr was? Das muss das Ding sein hier.
Das ist der Verschluss, der noch hinkt bei uns. Warum? Weil da ist noch ein Kabel. Ich sehe ein Stromkabel. Merkst du? War ein riesen Fisch an Haken, aber kriegst du nicht aus dem Wasser. In der Benzinpumpe ist ja eigentlich kein Hexenwerk, aber irgendwie scheitern wir gerade an diesem Verschluss. Du hast zwei Benzinpumpen. Was, wenn du nur die linke Seite lose machen kannst? Da ist so ein Rohr, was quasi zur anderen Seite geht, weißt du? Ey, ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht herausgeht. Kann es wirklich vielleicht sein, dass das hier zuerst raus muss? Schau doch mal den Deckel ab, guck, was dahinter ist. Oha, das sieht ganz anders aus. Hier ist ein großer Pfeil, der zeigt nach rechts. Ich würde halt gerne wissen, wo der Schwimmer sitzt. Der wird ja nur eingeben. Weil guck mal, hier ist nur ein Stecker. Hier ist keine Benzinleitung, gar nichts. Dann ist da eine Benzinpumpe wahrscheinlich auch drunter. Rechts ist die Benzinpumpe. Ja, aber links, der Tank wird ja so, der hat ja quasi so zwei Tanks. Und der eine pumpt ja in den anderen Tank rüber. Das heißt, hier wird eine Benzinpumpe sein, so eine Förderpumpe. Die pumpt den Sprit von der linken Hälfte vom Tank in die rechte Hälfte vom Tank. Mhm. Weil damit da die große Benzinpumpe den ganzen Sprit nach vorne befördern kann. Also ist hier eine kleine süße Benzinpumpe drin. Okay. Aber müsste dann hier auch nicht der Tankanzeigengeber drin sein, weil wenn die ja von hier, wenn der Sprit von links nach rechts fliegt. Nee, der Sprit muss rechts drin sein. Der Schwimmer muss rechts drin sein, weil wenn er links drin sitzt, macht das auch keinen Sinn. Weil dann wird er ja voll früh schon leer anzeigen, obwohl rechts noch voll ist. Nee, oder vielleicht hat er zwei Schwimmer. Boah, Leute, wir haben schon 2 Uhr nachts gerade. Das kriegt man ja hin, das ist ja kein Hexenwerk. Wir bräuchten jetzt nur noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geduld. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich glaube, das ist die beste Lösung, Stevie. Schon fast eingepinnt. Wir warten jetzt einfach mal auf eure Kommentare. Vielleicht könnt ihr sagen, hey, Micha, David, Stevie, ihr seid alle drei Holzköpfe. Ihr müsst hier auf die Stelle schlagen oder ihr braucht Spezialwerkzeug oder erstmal den. Und dann warten wir einfach auf eure Tipps und dann werden wir diese Tachonadel wieder zum Laufen bringen. Beziehungsweise den, boah, Frischluft, ey. Beziehungsweise den Schwimmer wieder ans Laufen bringen. Es geht natürlich bald weiter am Audi A8. Danke für die ganzen Abonnenten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne kostenlos. Ist wirklich kostenlos. Echt? Ist wirklich kostenlos. Ne? Probiert es einfach mal aus. Kommt keine Waschmaschine nach Hause. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Haut rein.